Ein neuer Patient ist eingetroffen, ein schönes Klavier der Firma Ritter. Optisch sehr ansprechend, wie ich finde. Ich habe mir das Instrument schon mal gründlich angesehen. Der Resonanzboden scheint in Ordnung zu sein. Die Stimmnägel sind fest, sodass die Stimmung hält. Man hört es. Es klingt noch einigermaßen gut, obwohl es einige Jahre nicht gestimmt wurde. Was ich festgestellt habe, ist am Basssteg, da muss was gemacht werden. Aber vor allen Dingen die Mechanik müssen wir überholen. Ich kann das mal zeigen. Zuerst war die Idee, die Hämmerchen eventuell einmal abzuziehen. Lassen wir das mal auf Seite hier. Aber die Hämmer sind so stark eingekerbt, dass ein Abziehen eigentlich nicht mehr möglich ist. Dann haben wir zu wenig Filz hier auf dem Hammerkern. Also die Hämmerchen müssen neu befilzt werden. Und deswegen werde ich jetzt, bevor wir hier an dem Klavier anfangen zu arbeiten, die Hämmer alle ausbauen und dann zur Firma Abel zum Neubefilzen schicken. Und dann beginnen wir mit der Reparatur dieses Klaviers. Ich habe jetzt gerade noch einen Flügel zwischen, aber wie gesagt, da es immer eine Zeit dauert, bis die Hämmer zurück sind, bauen wir die jetzt schon mal aus und schicken diese ein. Hier kann man es sehr schön sehen, die tiefen Kerben an den Hammerkopfspitzen. Das ist einfach zu viel, als dass man die Hämmerchen abziehen könnte. Deswegen werde ich diese Hämmer jetzt ausbauen und dann sehen wir uns wieder, wenn ich mit der Reparatur dieses Klaviers beginnen kann. Wenn man die Bändchen aushängt, das muss ich ja machen, um die Hämmer auszubauen, dann sieht man schon, fallen die Bändchen Leder hier ab. Das sind also alles Sachen, die später auf jeden Fall erneuert werden müssen. Im Detail werden wir uns das später noch genau ansehen. Wichtig ist jetzt erstmal, dass die Hämmer so schnell wie möglich zur Firma Abel kommen, weil es dauert immer einige Zeit, bis sie dann neu befilzt zu mir zurückkehren. Hier die ganzen Lederchen, die fallen ab. Das ist klar, das Leder trocknet aus mit den Jahren oder Jahrzehnten und dann lösen die sich oder zerbröseln. In den meisten Fällen erneuere ich die kompletten Bändchen und nicht nur die Leder. Das ist vom Arbeitsaufwand zudem gar kein großer Unterschied. So, jetzt haben wir alle ausgehängt und dann schrauben wir mal
einen Hammer raus, um zu schauen, wo haben wir denn einen schlimmen hier vielleicht. Wenn ich die Schraube finde, da ist sie so. Und hier sieht man halt diese Einkerbungen. Und das ist halt dann insofern zu verbessern, dass wir das hier komplett neu befilzen lassen. Ja, so werden wir dann vorgehen. Und wie gesagt, wir sehen uns wieder, wenn ich an dem Klavier hier mit meiner Arbeit beginne. Ja, eine Sache möchte ich vielleicht noch anmerken. Ich hatte hier bei diesem Klavier die Seriennummer gesucht. Anhand der Seriennummer kann man ja feststellen, wie alt so ein Instrument ist. In den meisten Fällen steht diese Seriennummer irgendwo hier auf der Gussplatte oder auf dem Resonanzboden oder auf der Seitenwand. Ich habe also hier auf Anhieb diese Nummer nicht gefunden. Hier steht sie tatsächlich auf der Gussplatte hier vorne rechts, aber ziemlich verblasst, sodass ich die kaum erkennen konnte. Für den Fall aber, dass mal keine Nummer im Klavier zu finden ist, gibt es noch eine andere Möglichkeit, das Alter herauszufinden. In vielen Fällen ist der Mechanikhersteller nämlich ein anderer und auch der hat eine Nummer hinterlassen auf der Mechanik und anhand dieser Nummer kann man dann in vielen Fällen auch das Alter des Instruments feststellen. Hier haben wir zum Beispiel die Firma Keller mit der Seriennummer 208797. Ja, das nur mal zur Info, was die Auffindung einer Seriennummer beim Klavier betrifft. Ja, diese runden Hocker hier, diese alten, finde ich wunderbar vom Design her. Der muss unbedingt bei dem Klavier bleiben, aber ich setze den jetzt mal beiseite. Denn jetzt können wir beginnen, das Klavier zu demontieren, größtenteils jedenfalls. Wichtig ist immer, finde ich, dass man die Schrauben in entsprechend beschriftete Tütchen steckt, damit man nachher nicht durcheinander kommt. Hier haben wir Zierleiste, die ja in den meisten Fällen entweder nur gesteckt oder mit zwei Schrauben befestigt ist. Diese Zierleistenschrauben stecke ich dann in dieses Tütchen und dann habe ich später keine Probleme, diese wiederzufinden. Hier haben wir die Zierleiste und das gleiche gilt jetzt hier für die Schlossleiste und die Bäckchen rechts und links. Dies alles werden wir jetzt ausbauen. Das ist im Grunde genommen recht einfach. Und später werden wir das Klavier auf den Rücken legen mit meinem Umlegebock, damit wir uns dann mal die akustische Anlage genau anschauen können. Dieses Bäckchen hier ist nicht von oben verschraubt, sondern seitlich. Da muss man halt ein paar Tasten erstmal rausnehmen.
Jetzt komme ich hin. Was man so alles im Klavier findet, Büroklammern, Stecknadeln etc. Ja, einige Tasten muss ich sowieso rausnehmen, wenn ich den Klaviaturrahmen entfernen möchte. Der ist ja verschraubt. Die Frage ist immer, wo die Schrauben sitzen. Hier sehe ich eine. Dann wird wahrscheinlich hier vorne auch eine Schraube sein. Ist es? Nehmen wir die entsprechenden Tasten raus. Dann haben wir hier eine Schraube. Und hier haben wir auch vorne die entsprechende Schraube. Und hier rechts, so dran. Hier in der Mitte vielleicht noch eine sein, muss ich gleich mal suchen. So. Balken. Mal schauen. Irgendwo ist in der Mitte noch eine Schraube. Manchmal geht die Stützschraube für die Zierleiste auch durch bis unten und hält den Klaviaturrahmen fest. Oh, es ist noch an diversen anderen Stellen. Ja, meine Güte. Oh, hier sind noch mehr Schrauben. Da hat es aber einer gut gemeint. Mit der Befestigung, was ja okay ist. Wo haben wir denn jetzt noch Schrauben? Ich will ja nicht alle Tasten. Vielleicht liegt es nur an der Stützschraube. Ich will ja nicht alle Tasten entfernen. Da haben wir es. So, jetzt kann man den Klaviaturrahmen komplett rausnehmen und die Tasten wieder reinlegen. Solange bis wir daran arbeiten. Denn erstmal geht es ja jetzt darum, sich der akustischen Anlage zu widmen, das Klavier zu demontieren. Der Tastenbelag ist mal erneuert worden. Das sieht man, ob hier früher Elfenbein drauf war oder ein anderer Kunststoff, das weiß ich nicht. Aber es ist ordentlich gearbeitet worden hier bei der Neubelegung der Tasten.
So, jetzt können wir das beiseite stellen. Und die Schlossleiste noch ausbauen, die ist von unten verschraubt. Da gibt es auch noch etwas zu sagen. Wenn man diese Schrauben löst, muss man aufpassen, dass man nicht mit dem Kopf drüber hängt und möglicherweise abrutscht und sich den Schraubendreher ins Auge rammt. Das wurde uns bei der Ausbildung damals immer eingetrichtert. Wahrscheinlich hatten die Leutchen entsprechende Geschichten gehört. Und je drastischer die Schilderungen sind, umso mehr bleibt es in Erinnerung und man denkt dran. Sind ja oft Kleinigkeiten, die gefährlich sind. So, jetzt haben wir die Schlossleiste auch gelöst. Und wie gesagt, immer alles in die entsprechende Tütchen. Hier haben wir die Schlossleiste. Hier haben wir den Klaviaturrahmen, hier unten. Dann fällt später die Zuordnung der Schrauben leichter. So, jetzt können wir das Klavier gleich auf den Rücken kippen. So, dann nehmen wir uns den Umlegebock. Eine spezielle Konstruktion für diese Zwecke. So, jetzt kann ich das Klavier schön alleine auf den Rücken kippen. Ziehen wir uns das noch was mehr nach vorne, damit wir hier besser arbeiten können. Den Unterrahmen hätte ich auch schon rausnehmen können. Gut. Jetzt, wo das Klavier auf dem Rücken liegt, können wir den Pedalboden entfernen. Der ist meistens mit jeweils zwei Schrauben an jeder Seite befestigt. Hier haben wir sogar drei Schrauben. Die ganze Sache muss ja ziemlich stabil sein, damit beim Pedaltreten keine Geräusche entstehen. Der Pedalboden darf sich also nicht durchbiegen und knarzen. So.
Die Schrauben sitzen sehr fest. Daher rate ich immer, wenn man später wieder alles verschraubt, etwas Wachs an die Schrauben zu machen, damit die dann später leichter rausgehen, falls man nochmal das Instrument auseinanderbauen muss. Bei manchen Pedalböden gibt es auch noch hier in der Mitte eine Verstärkung und Verschraubung. So, das kommt gleich auch wieder in mein Tütchen. Und jetzt sollte der Pedalboden. Ja, da ist tatsächlich in der Mitte noch eine Schraube, aber von oben. Die hatte ich nicht gesehen. Umso besser. So, jetzt sollte er rausgehen. Da haben wir den Pedalboden. Und bei den Konsolen ist die Befestigung oft sehr unterschiedlich. Meistens sitzt von hier unten eine Schraube und manchmal sitzt diese unter den Rollen. Das schauen wir jetzt mal nach. Das scheint mir hier auch der Fall zu sein. Da muss man die vorderen Rollen entfernen. Mal sehen. Ja, tatsächlich. Hier sitzt die Schraube. Die Konsole unten hält. Wahrscheinlich einen kleineren Schraubenzieher. Und hier oben sind diese Konsolen auch noch verschraubt. Müsste diese auch eigentlich rausgehen. Eigentlich ist jetzt etwas stramm, manchmal ist auch noch eine Schraube rein. Da kommt sie. So kann man dann die Konsolen entfernen. Stellen wir uns auch mal hier hin. Das können wir später dann alles schön beiseite stellen. Die andere Konsole noch. Die Rollen werden später schön geölt, damit sie auch wieder einwandfrei laufen und nicht blockieren beim Bewegen des Klaviers. Hier haben wir jetzt wieder die Schraube für die Konsole. Die will nicht. Die
dann hier oben. Die zwei kleinen Schräubchen. Klaviaturbogen, der rechts und links mit jeweils zwei Schrauben befestigt ist. Und auch hier haben wir an der Gussplatte noch unterstützende Schrauben, damit auch der Klaviaturboden nicht durchhängt und sich nicht bewegt. Zwei Schrauben, dann haben wir es geschafft. Den Klaviaturboden ach, der ist da hinten auch noch verschraubt. Das ist selten. Schon gewundert, da bewegt sich ja gar nichts. Gesagt, es ist selten, dass da auf der rechten und linken Seite drei Schrauben sind und auch hier die Verschraubung an der Gussplatte ist nicht immer gegeben, aber ich sehe das hier als positiv an. Je stabiler die ganze Sache hier ist, ja, jetzt muss ich ausmachen, da geht das Telefon. Gleich heben wir noch den Klaviaturboden raus und dann schauen wir uns die akustische Anlage an. So, dann bis später. Ja, sorry für die Unterbrechung. Also jetzt, wo alle Schrauben gelöst sind, hier jeweils drei an jeder Seite, kann man den Klaviaturboden einfach herausnehmen und hier die Rollen befestige ich mir provisorisch wieder an zwei diagonal gegenüberliegenden Schrauben, damit man das Klavier, falls nötig, einmal aufsetzen kann.
später wird das natürlich wieder vernünftig verschraubt. Ja, und die Pedalstücke noch beiseite stellen. Im Halbdunkel hatte ich ja schon gesehen, dass der Bassstick hier Probleme macht. Hier, wo die obere Reihe der Stegstifte sitzt, da gibt es einen Riss. Das bedeutet, dass da die Stimmung nicht mehr vernünftig hält, wenn die Stifte nicht fest sitzen. Da müssen wir also was tun. Jetzt gibt es also folgendes Problem. Die Bassseiten muss ich ja, um den Steg zu reparieren, alle lösen und die Seiten aushängen. Dann ist aber folgendes der Fall, dass die Gussplatte hier in der Mittellage und im Diskant noch die volle Belastung hat durch die Zugkräfte der Seiten. Das bedeutet, sicherheitshalber werde ich alle Seiten ein wenig entspannen, damit da nichts passieren kann. Aber jetzt räume ich erstmal hier die ganzen Bauteile, die ich ausgebaut habe. Die setze ich mir jetzt mal auf Seite und dann schalte ich die Kamera wieder ein, wenn es an die Seiten geht. Dass hier nichts im Weg steht, setzen wir erstmal alles hier beiseite.